Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir Kolonie Zero befreit und den letzten Helden freigeschaltet. Die Heldin Sigiri, die einfach mit einem Robo rumrennt. Also, sie ist ein Maschinenassassine. Wir haben sie beim letzten Mal, wie gesagt, freigeschaltet. Und auch direkt eine darauffolgende Mission bekommen, wo sie heute umziehen wird. Also ihre ganze Kolonie. Aber vorher wollte ich die Mission hier machen, die hier direkt um die Ecke ist. Da unten ist sogar noch ein Bossmonster, das wir verprügeln können. Da können wir eventuell Sigiris Angriffskettenaktion direkt erleben. Ja, dann verkloppen wir dich zuerst. Auf dass wir die Angriffskette direkt voll bekommen. Ja, mit Sigiri haben wir sehr lange beschäftigt, die letzten paar Folgen. Und es wird ja auch noch voraussichtlich noch ein, zwei Folgen wahrscheinlich mindestens so sein. Weil wir nähern uns halt, wie bereits erwähnt, so langsam aber sicher wirklich dem Ende von dem Game. Mir darf das Vieh ruhig umwerfen. Ich fliege! Es ist ein Flauschball! Okay, die Angriffskette ist ready. Ja, mal gucken, was die Giri in der Kette kann. Ah, wir kriegen sie sogar direkt. Stärkt bei Angriffsketten physische Abwehr und Ether-Abwehr des Gegners. Um 25%, also weniger Abwehr für den Gegner, das klingt nice. Giftflut. Gewährt TP 150%, wenn der Held das Kommando abschließt. Also da kommt dann nochmal die Hälfte drauf von ihr oder von dem, was schon drauf ist? Irgendwer, der umwerfen hat, er hat umwerfen. So, Sigiri muss die Kette abschließen. Ich überlege gerade, ich mache mal Tyrannenkreuz. Plus 150%. Okay, sie ist auch sehr strong. Und auch noch direkt reaktiviert. Okay, Sigiri ist auf jeden Fall mega stark in der Kette. Ja gut, aber jetzt sehen wir uns am Ende der Kette. Ich wollte nur zeigen, was sie kann, beziehungsweise ich wollte selber rausfinden. Also, bis gleich. Okay, die Kette ist rum. Und das Vieh ist auch fast hin. Ich erwähne es nochmal, sie ist echt stark in der Kette. Im Übrigen, bei der zweiten Kette hat sie es einfach direkt schon auf 200% geschafft beim Abschluss und bei der zweiten hat sie sogar auf 300% geschafft. Also Sigiri haut rein. Der ist jedenfalls RIP. Na gut, dann jetzt ran an die Nebenmission, die hier auf uns wartet. Laut Bam Bam. Der Robo sticht einfach heraus in der Sequenz, ne? Hm.
Ein Köder klappt immer. Muss ich irgendwas dafür zusammensammeln? Tja, wurde es herabgestuft, weil du ihm nicht geglaubt hast. Ich hoffe einfach mal, dass ich die Zutaten direkt habe. Ich glaube, so ein Vieh habe ich gerade erlegt. Nee, ich muss noch zwei herausprügeln. Okay, da war, glaube ich, eben kurz zwei Viecher. Und das Fleisch sieht lecker aus. Ich will auch. Ach, direkt wieder da runter. Okay. Dann hau mir viel mal zu Brei. Aus sicherer Entfernung. Ich stehe direkt daneben. Das gute Fleisch. Es steht hinter uns. Ich würde mal sagen, er hat sich doch nicht gehört. Da ist ein Dino. Okay, überzeugt. Ja, ich auch. Nein! Es ist wichtig, dass er recht hatte. genau das dachte ich mir gerade. Da will man wenigstens recht gehabt haben. Das ist auch eine gute Frage. Itile Dardos. Erstmal eine runterhauen. Ich erwarte nicht, dass das Vieh sonderlich lange lebt. Und ich die Leiste zweimal durchbekommen? Wahrscheinlich nicht. Aber man kann ja träumen, ne? Die Frage, ob es denen Spaß macht, uns in so schlimme Situationen zu bringen, ist echt berechtigt. Es kann fliegen! Und das Ganze ohne Flügel! Deswegen hat einfach ein Laserstrauß seinen Maul abgefeuert. Hm.
keep me going. Go! Dark Banner! Go for it, Kaya. Very well. There, Kaya! Ready to interlink. Oh, gleich können wir die Angriffskette reinprügeln. Aua! Eigentlich mal drauf kloppen. Wir brauchen die Angriffskette für den nicht. RIP! Das ist der erste Dino, den ich kaputt gehauen habe. Weißt du, es wäre besser gewesen, wenn du nicht reich gehabt hättest. Richtig. Ihr werdet schon so oft draufgegangen ohne uns. Die sehen wir doch 100 Pro nochmal wieder. Irgendwie glaube ich euch das nicht. Dieses Chaoten-Duo. Bam bam. Eine Mission abgeschlossen, die nächste direkt am Marsch. Oh, so that's how they're doing. Ja gut, dann zu Kolonie 4, ne? Ja, aber aus bestimmten Gründen muss der zurück. Das hat er, unser kleiner Racker.
Scheinbar nicht. Toller Freund. Och nö, diese Rissimpfe schon wieder. Das Ruf ist doch schon vorprogrammiert. Ach, die sind alle billos. Aber er ist auch ein Billo. Ich habe nicht zufällig Roboteile für die hier vorne. Ich achte da so selten drauf. Ich habe zumindest zwei Teile. Ich bräuchte eigentlich nur einen einzigen kaputt schlagen, dann hätten wir das Zeug. Ich gucke, dass ich das noch im Verlauf dieser Folge mache. Ich muss ja nur einen Robo verkloppen. Ja, Pilz schon gefunden. Aber interessant, Bam Bam ist nicht faul, er hat einfach nur einen schlechten Körper. Nur Durin ist faul. Da ist was hinter dir. Gut, dass wir hinterher sind. Heldenmut in Ehren, aber wenn du stirbst, bringt das deinem Freund auch nichts. Ein Infass voll Ghoul. Alter, bist du groß. Er hat Blutung. Jetzt in der Wunde rumkratzen. Ich weiß, falsches Spiel. Die Giri am Boden. Mann, denn unsere Healer. Und Doin kämpft ja auch irgendwo? Ah, da an der Seite, ich sehe ihn.
Er hat ein gutes Charakter-Development durchgemacht. Fries. Alter, was ist das für ein mächtiger Vogel? Vor allem der Vogel hat ein Sixpack. Ich fliege! Ach, im Übrigen auf der Karte, bei der einen Kolonie ist auch nochmal eine Quest in der Nähe, also wo unsere Verrückte ist. Ach komm, ich richte dich ganz schnell mit einer Angriffskette hin. So, die Kette ist vorbei. Und schon wieder fast 300%. Diesmal habt ihr es auch gesehen, wie viel Prozent es sich einfach rausgeholt hat. Einfach im Alleingang fast 200. Die Kiri ist ein sehr stark in der Kette. Nee, wir haben geholfen. Mal hoffen, dass es auch der richtige ist. Gute Idee. Im Übrigen, hier seht ihr das auf der Karte, dass hier oben bei der Kolonie in der Nähe eine Quest ist und das ist wahrscheinlich die Heldenmission zu unserer Verrückten hier ist. Zu Ashera. Also die zweite Heldenmission. Da gehe ich hundertprozentig von aus. Ich habe eh vor, durch jede Kolonie nochmal zu streifen. Ich gucke jetzt, dass ich vorher noch mir eins dieser Materialien für den Robo hole und dann treffen wir uns in Kolonie 4 wieder. Hoffen wir mal, dass wir ihm damit helfen können, ne? Also ich habe jetzt ein paar Robos übrigens kaputt gemacht. Ich bin sogar extra dieses eine Leftness-Nager in der Nähe von dem Schloss gegangen. Also, ich hoffe mal, dass ich mindestens ein Teil habe zum Abgeben. Oh. Ein fauler Nopon ist auch sehr selten, ne? Gefährlich.
Letzteres könnte man nochmal drüber reden. Haben wohl ihren Frieden miteinander. Und jetzt endlich gefunden. Sag das nicht. Stimmt. Ich hoffe mal, das war das letzte Mal, dass wir die sehen. Some relationships changed. Sie sind ein bisschen miteinander warm geworden. Oh, allerbeste Gefährten. Ich liebe, dass er robustes Versuchsobjekt steht. Genial. So, ich habe so 7, 8 Robos kaputt gemacht. Also wenn da jetzt nicht mindestens ein Material darunter ist, die braucht ja nur ein einziges noch. Wer die wild? Which was it again? Tatsächlich habe ich gerade mal 3 dazu bekommen. Ich gebe dir mal das Gewehr. Wisst ihr, wie ewig lang wir diese Quest hatten? Jetzt bin ich auch gespannt. Das ist mir zu hoch. Davon verstehe ich nichts. Oh, ich habe das Gefühl, dass ich den gleich wieder kaputt machen kann.
Ja, ihr Problem ist jetzt auch gelöst. Kolonie 4 habe ich damit auf Maximale. Hier ist auch tatsächlich noch eine weitere Quest. Ach, wieder bei derselben Person. Und natürlich ist der Robo jetzt zusammengebastelt. Das ignorieren wir jetzt gerade aber mal. Wir können die Quest ja beim nächsten Mal angehen. Hauptsächlich wollen wir ja die Quest von Sigiri angehen, aber schön, dass wir dem Chaoten-Duo helfen konnten. Na gut, ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ciao Leute, bis dann!